Und jetzt komme ich zurück zu dieser Frage meiner Tochter Anna vor vielen Jahren, wo sie gesagt hat, warum sind die alten Gebäude schöner als die neuen? Ich möchte nochmal die Frage hintanstellen, ob sie wirklich objektiv schöner sind. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu sagen. Aber bleiben wir einfach mal bei diesem Alltagsgefühl, dass man sagt, okay, so ein hässlicher Wohnblock aus Beton aus den 70ern, warum finden wir den nicht schön? Und wir stoßen in der neuzeitlichen Architektur und im neuzeitlichen Design, speziell ab der Jahrhundertwende, 19. zum 20. Jahrhundert, stoßen wir auf ein Zitat von Sullivan, von einem amerikanischen Architekten und Unternehmer. Das heißt, Form follows Function. Ganz berühmter Designgrundsatz. Form follows Function bedeutet, am Anfang kommt die Funktion von etwas, also von einem Gebäude. Und dann die Form. Na logisch, wenn das Gebäude eine Polizeiwache ist oder eine Feuerwehrwache, dann muss man sagen, na gut, das Tor bemisst sich nicht, wie das aussieht, nach ästhetischen Regeln, dass er der goldene Schnitt befolgt sein muss, sondern es bemisst sich danach, dass halt ein Löschzug da durchfahren muss durch dieses Tor. Ne? Ein Krankenhaus ist anders gebaut, weil es eine spezifische Funktion hat. Ja? Auch menschliche Kleidung, die muss halt gewisse Sachen können, die muss gewisse Sachen machen. Und das Designprinzip, das im 20. Jahrhundert am mächtigsten wurde, lautet Form follows Function. Also erst kommt die Funktion und dann kommt die Form. Das Bauhaus, die große Design- und Architekturschule in Deutschland, in Dessau besonders, hat dieses Prinzip wirklich perfektioniert. Zu sagen, wie kann man Formen reduzieren, dass ein Stuhl einfach dafür da ist, dass man auf ihn sitzt. Dass ein Haus dafür da ist, dass da Menschen drin wohnen. Und das Bauhaus hat dadurch sehr viel Gutes hervorgebracht, auch sehr viel überbordenden Kitsch, sehr viel überzogene Ornamentik oder fast schon eine lebensfeindliche Verästelung, die es teilweise in diesem Fahndes-Jäkel-Zeitalter im 19. Jahrhundert gab, zu reduzieren auf Material und Form. Die Bauhauskünstler allerdings, wenn man so Bauhausarchitektur anschaut, hatten ganz oft aber ein sehr, sehr gutes Gespür, sodass diese Reduktion auf die Funktion trotzdem noch irgendwie gefällig aussah. Ich weiß nicht, ob Sie mal ein ganz minimalistisches Gebäude zum Beispiel gesehen haben oder manche so schwedische Einrichtungshäuser arbeiten damit oder dänische, überhaupt nordische Architektur oder Design. Man sieht einen Stuhl und denkt sich, das kann nicht einfacher sein oder ein Kleidungsstück. Es ist einfach nur schlicht, aber es hat eine schlichte Schönheit. So. Da merkt man, das stimmt gar nicht, dass da die Form nur der Funktion folgt, sondern da ist auch ein ästhetisches Prinzip drin. Und das Problem ist jetzt aber, dieser Slogan Form follows Function wurde im 20. Jahrhundert extrem mächtig und auch verwendet von Leuten, denen es wirklich nicht mehr um Schönheit ging, sondern nur noch um Vermarktung. Und das begann schon tatsächlich in der Architektur. Die Architektur der 30er und 40er Jahre war sehr, sehr, sehr stark geprägt von drei großen Megaströmungen. Der eine Megastrom war die Ford-Bewegung, ja, der moderne amerikanische Kapitalismus, der mit seinen Maschinenproduktionen auf einmal die Möglichkeit hatte, buchstäblich zigtausende von Autos innerhalb weniger Wochen zu produzieren. Auf einmal wurde die Vorstellung von Henry Ford deutlich, jeder sollte sich ein Auto leisten können. Und man begann auch in Amerika bald schon Wohnprojekte so zu bauen. Zu sagen, lass uns ein Standardhaus entwerfen und lass uns das überall wieder bauen. Und das hat wunderbar zu zwei weiteren politischen Strömungen auf der anderen Seite des Ozeans gepasst. Das ist zum einen der Faschismus, italienische Ausprägung und deutsche Ausprägung, die besessen waren von der Vorstellung der Uniformierung. Die Massen müssen vereinigt werden zu einem großen Ziel und an der Stelle auch eine Ähnlichkeit hatten zum Kommunismus in der Sowjetunion erst und dann später in China und in vielen anderen Staaten auch. Auch der Kommunismus ist sehr stark getrieben von der Vorstellung, eine zentrale Lösung für ganz viele Einzelprobleme zu finden und sie daraufhin zu vereinheitlichen. Und es ist bezeichnend, dass sowohl Hitler, wenn man Hitler-Architektur ansieht, mit seinen
uniformierten, gleichförmigen, gleichschenkligen Betonbauwerken, als auch der Kommunismus, wenn man an solche schrecklichen Bauwerke wie den Kulturpalast in Warschau oder an vielen anderen Städten, wo Lenin den Kulturpalast überall oder später Stalin hat hinbauen lassen. Es gibt eine Ähnlichkeit, diese Vorstellung, es ist alles reduziert auf die Funktion. Und ich persönlich glaube, dass wir im 20. Jahrhundert natürlich dann auch mit dem Siegeszug des westlichen Kapitalismus eine Allgemeinherrschaft des Funktionalen erlebt haben. Wir haben uns heute daran gewöhnt, also wenn wir schon die Frage stellen, warum ist denn diese Gründerzeit-Villa aus dem 19. Jahrhundert so viel schöner? Die haben farbige Glasfenster drin, die haben Stuckornamentik drin. Das sagen wir heute irgendwie, ja, das kann man sich heute nicht mehr leisten. Man kann die Frage stellen, waren die Leute denn früher wirklich reicher als heute? Oder wenn man ein Krankenhaus ansieht, das ist einfach der Heimatort, wo ich herkomme, ein besonders hässliches Krankenhaus oder auch Universitäten, wie sie aussehen, einfach Betonbunker, da könnte man sagen, na gut, ein Krankenhaus, das muss ja nicht schön sein, eine Universität muss ja nicht schön sein, die soll das tun, was sie nun mal als Funktion hat, nämlich zu unterrichten oder zu heilen. Dann ist es auffällig, wenn Sie mal ins Burgund fahren, nach Bonn, da gibt es ein Hospice de Bonn, da gibt es auch einen Wein, der so heißt, aber das ist ein Hospiz aus dem Spätmittelalter, aus dem 15. Jahrhundert, wenn ich nicht irre, ein Krankenhaus, das damals von Ordensleuten betrieben wurde, das architektonisch umwerfend schön ist. Oder wenn Sie an alte Universitäten denken, wie jene in Oxford oder in Cambridge, kann man sich fragen, haben die denn damals keine Zweckbauten gebaut? Das waren auch Zweckbauten, die für eine bestimmte Funktion gebaut waren, aber unter dem Aspekt von Schönheit. Und ich habe die These, jetzt komme ich aus dem Philosophischen langsam dann ins Lebenspraktische, meine These ist, wo immer man Funktion an die erste Stelle stellt, wird die Schönheit verloren gehen. Ne? Wo immer wir diesem Diktat Form follows Function alles unterordnen, wird die Schönheit verloren gehen und es wird letztendlich was Unmenschliches rauskommen.